Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mirror Mirror mit Sophia Superman. und unserem netten Team von Caddy, Kanishka Fabio und natürlich Lumba. Erin. Ha, Zwei wollten hier gerade ein Schema bisschen Musik hören beim Parstu. letzten Mal. Das tun sie auch noch immer. Und sie, oh, da könnt ihr aber toll tanzen. Tumba Krimbau. Wenn du das sagst, Erin. Joyum Galabe. Er redet über Panzer, okay? Und sie Musik. Wogrichard? Und schunkelt sich ein bisschen Mordai. was. Yarba. Yip, yip, yip. Sagu, sagu. Hogan. Okay. Was auch immer. Oh. Aha. Katie findet Accusation zumindest lustig. magra. Das ist immer noch irgendwas. Grinoi foibi. Grinea. Blob Abgor. Tringella Longi, Pinay Er möchte gerne eine Freundschaft schließen. Rinka, Verschönern ihr mal den Tag. Uwata Zomas? Wir werden angerufen. Sie ist ziemlich cool. Ja, ist sie. Sistun Hier Turek. siehst du. Pifidao. Kipluna. Du willst tanzen zu einer Musik. Na komm, dann tanz doch Boris. mal. Kay West. Was möchte sie Jabez noch mit. Turka. Was? Mit Erin Promani. rumschmusen? Hallo, das ist Stark aber der Falsche. Winova. Mit Erin wird nicht geschmust. Der steht da nicht so ganz drauf, glaub mir. Oh, was ist denn mit ihm? Was ist ihm in den Weg gelaufen? Er will sich vom Spiegel beruhigen. Na dann komm, versuch das doch bitte. Free Komm, Bono. geh ab. Pubara Zikuni. Warum auch immer du gerade angefressen bist, du hast keinen Spaß, du hast Hunger. Bembi Sheldo. Wir öffnen ihn mal, wir haben doch bestimmt noch was zu essen. Was ist das? Leere Teller? Okay. Buffalo Nardu. Sukuni Lazar. Danach isst du mal ein bisschen was, mein Bruder. Würdest du jetzt mal bitte tanzen? Enpe Chilo. Mirbani. Patur. Descos? Gibora. Defool. Sigluna Piyun. Befite Shimagra. Grinoi Foibi. Komm, wir machen mal hier andere Musik. Was? Du bist ins Bett? Hallo? Stopp, 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 stopp. Ups, ich wollte doch rangehen. Mist. Ja, okay, dann gib hin. Alte Schlafmütze ist aber gerade halb. Nimm ein Bad mit Badezusatz. Er kann ich nicht, weil. Oh, Junge, alles gut. Weil wir keine Badewanne haben. Bei dir würde einer reinpassen, suchst du es nicht? Wir könnten ja mal gucken, wie viel Geld haben wir? 1100, noch nicht so viel. Komm, geh mal was essen, vielleicht geht's dir dann besser. Und danach hast du mal ein bisschen Spaß. Oh, Palingo. Den du tanzt, zum Beispiel. Vielleicht hilft das ein bisschen, dass du weniger angespannt bist. Und du bist echt ganz schön breit. Du willst auch schon schlafen? Nimm mal so ein Nickerchen auf der Couch. Na toll. Während er wie ein Berserker hier die Schranktüren zuknallt. Das ist echt toll. Der ist echt genervt. Und der Job so schwer, Fabio. So viel zu tun gehabt heute. Katie ist wieder wach. Und sie hört wieder Musik. Sie steht schon mal voll auf die Musik. Bei jemandem Hüftstoß vollführen. Ja, aber dein Kumpel hier ist gerade ein bisschen mies drauf. Sonst hätten wir es ja tun können. Aber so. Sieht schlecht aus. Jetzt geht's ins Bett, wa? Was macht sie jetzt? Ach, sie dehnt sich. Was kommt jetzt? Mit Katie plaudern. Hat die Tanzfähigkeit erworben. Oh, Fabio tanzt. Hey. Ah ja. Kittel und. So sieht's noch nicht wirklich elegant aus, was wir schauen. Aber er hat Spaß.
Ey, Katie, jetzt legt aber los hier. Wow. Kimba! Jetzt legen sie aber beide los hier. Girgazens. Pishinoi. Jeruk. Bepimbal. Arabef Shinoi. Oh, sie flirtet. Okay, er ist beschämt. Warum bist du denn beschämt? Das war eine unangenehme Unterhaltung. Och Mensch. Mach mal noch ein bisschen Spaß. Katie geht, glaube ich, schlafen. Ja. Yep. Hat eine Abfuhr gekriegt. Okay. Da will ich auch schlafen gehen. Ja, macht keinen Spaß, allein zu tanzen, ne? Er wird sich selbst reden. MK. Shishitaub. Okay. Yep, yeah. Plaudern mit. Vielleicht plaudert er mit dir um diese Uhrzeit noch. Kannst du das mal ausschalten? Stulane Lamina. Qua Gorabani. Das ist schon ein Bett. Warum pennt Katie in dem Bett? Oh Gott. Ach, ihm geht's wieder besser. Na, ja, das ist doch gut. Danach kannst du dann schlafen gehen. Katie hat dein Bett belegt, also nimmst du ihr Bett. Wofür ist jetzt unwohl? Ach so, Energie. Ja, du gehst gleich schlafen. Ach, Entschuldigung, ich musste mir gerade eben einmal die Nase putzen. Ich mach mal kurz ein bisschen langsamer, aber ich will noch einen Schluck trinken, bevor die Herrschaften hier wieder aufstehen müssen. Fabio muss zur Arbeit und Katie auch. Okay. Ach so, um welche Uhrzeit? Moment. Dann machen wir nochmal kurz langsam. Um 17. Ach so. Sie ist erst spät dran. Okay. Sie arbeitet nachts. Er muss um 10 raus. Ja, okay. Was? Wer stöhnt denn hier so? Wer träumt hier? Aaron kichert und Fabio keucht. Okay. Nun gut. Aaron ist schon wach. Aaron, der Einzige, der zu Hause bleiben darf. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Ich weiß nicht, ob es gerade das gleiche war. Ich glaube schon. Und so. Du darfst auf jeden Fall noch ausschlafen. Und dann darfst du mal ein bisschen. Komm, spiel mal ein bisschen Computer. Spielen. Okay, die macht sich gleich in die Hose. Wir haben es nicht mehr pullern gegangen, ne? Typisch. Aha. Halt langsam bitte. Oh, wir haben nichts mehr. Frühstück servieren. Komm, du machst mal Rührei mit Speck zum Frühstück. Aaron, du darfst das Klo reparieren. Bitte, tut mir leid. Katie hat das Klo kaputt gemacht. Toll. Oh, er spielt. Geht's dir wenigstens besser dabei? Ja, er hat Spaß. Das ist gut. Mhm. Du findest Klo reparieren lustig? Was ist mit dir? Hast du keinen Rührer mehr mit Speck hin? Dann sieht ja aus wie ein fetter Klumpen einfach nur. Oi. Katie. Oh, 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 und dreckig ist es hier auch. Oh. Also Leute, könnt ihr mal ein bisschen sauber machen hier? So, sie nimmt sich ein. Du darfst dir auch ein Gericht nehmen. Halber auf,
Geber essen. Er ist selbstsicher, okay. Ja, und danach müsst ihr da mal sauber machen, bitte. Das sieht nämlich ganz schön eklig aus. Cool, zwei gewöhnliche Tuning-Teile. Warum fühlst du dich jetzt gerade unwohl? Du wolltest eigentlich auf den Topf gehen und nochmal Teile plündern. Komm. Und du? Sonst bitte essen. Warum isst du im Stehen? Denn ist ein Stuhl. Ich glaube, ich muss euch hier mal die Küche ein bisschen vergrößern, hä? Aber ihr habt nicht genug Kohle. Tut mir leid. Katie. Tja, was kann Katie denn tun? Katie ist fertig. Nabarro Watanini. Neebs, Alcha. Karenzi. Oh, Bouchard. Quark. Ha! Seneke. Komm, gib mal noch eine Duschen. Ach, hier ist noch Müll. Okay, danach aufwischen und wegwerfen. Tut mir leid, habe ich nicht gesehen, dass da Müll ist. Veneeb Nitva. Oh, Pritas. Skuma. Wasinet. Yep. Halt, weiter. Okay. Solltest eigentlich da das Ding sauber machen? Nee, nicht. Achso, sie, du solltest das sauber machen. Hier. Geh das mal sauber machen. Du kannst hier mal aufräumen, Junge. Bring dein Tellerchen weg. Und Aaron, genau, der macht jetzt auch sauber. Bitte, bitte, bitte. So. Du darfst dann im Anschluss einmal duschen. Sabadurai. Na okay, von mir aus guck Fernsehen. Oh, das nächste ist kaputt. Komm, du bist eh schon beim Reparieren. Was macht er denn jetzt? Du hast eine volle Blase. Komm, du gehst erstmal hierher. Und gehst duschen. Während sie... Wo gerätst du denn hin? Ach, der bringt den Müll weg. Okay. Ja, der geht doch schon. Darf der den Müll doch mitnehmen? Oh. Was machst du? Du stehst hier nur rum. Sitzen. Und Film ansehen. Ja, ja. Katie, du musst ihn hier noch mal ins Bett legen, weil du musst nachts arbeiten. Da musst du wach bleiben. Aaron repariert ganz fleißig. Na, wann bist du fertig? Und Fabio singt. Oh Gott, wann er singt. Hier, auf dem Weg nach draußen kannst du bitte den Müll mitnehmen. Dann durfte Irwin ja nicht rausnehmen. Na super, und ist aber noch nicht fertig. Ah, gleich ist es heile. Na, perfekt. So, dann wischst du das hier mal auf. Gucken wir mal, liegt hier noch irgendwas? Ach, das ist der Fernseher, den ich gehört habe. Ne, hier liegt doch nichts. Nein, der kann alleine arbeiten gehen. Heute möchte ich dich nicht begleiten. Das machen wir sicherlich auch nochmal wieder, aber heute nicht. Das erste Einhorn. So. Fabio bringt den Müll weg. Dann kannst du arbeiten gehen. Genau. Ja.
Säubern. Fabio, du Drecksau. Ehrlich. Komm, ich räume mal für euch auf. Auch wieder ein Schrank geräumt. Tut mir leid, Aaron. Du bist gerade Mädchen für alles. Was hast du jetzt gerade gemacht? Aha. Hast es geschafft, Aaron. Du bist super. Echt. Du bist top. Genau, wasch dir mal die Hände. Da hast du recht. Und dann kannst du mal ein bisschen was malen. Wir malen mal ein abstraktes Gemälde. Oh. Ein großes. Tut mir leid, danach darfst du gleich das nächste reparieren. So ein Bowfreeze-Bay. Was Abstraktes. Ich bin gespannt, was ihr heute sich malt. Orbit, hey. Aha. Da machen sie irgendwelche Möbel im Weg. So. Sehr neat. Da fängst du auch mal an zu malen irgendwann. Sie surft ein bisschen im Internet. Müssen aufpassen. Um 17 Uhr muss sie zur Arbeit. Das heißt, sie muss nachher nochmal ins Bett, damit sie Energie hat. Keine. Brauch sie auch noch. Nee, wenn du jetzt Hygiene willst, dann geh bitte duschen, Mädel. Wie sieht das bei dir aus? Yeah, Yipsy, so. Axine. Trofa. Belindy. Unglaublich Geschichte erzählen. Ja, dass du dich unwohl fühlst, ist klar. Oh, ist auch dreckig. Sorry, das darfst du aber hinterher sich selber säubern. Aaron ist noch am Pinseln, das ist gut. Dann machen wir einen kleinen Tick schneller hier. Hey, Yipsy. Ah, sie putzt die Dusche schon, okay. Ah, ihr müsst aber auch gleich fertig sein mit. Gut, was macht sie jetzt? Müll lernen. Das ist in Ordnung, das darfst du tun. Gut, das ist richtig so. Danach darf Aaron mal ein Mittagessen servieren. Und zwar machen wir Fischtacos. Hier könnten wir mal angeln oder Tomaten. Wir machen mal Fischtacos. Obwohl, Kelly müsste mir das Essen servieren. Sie kann keine Fischtacos. Sie kann Macaroni mit Käse. Komm. Oh, jetzt ist er doch schon fertig. Teile plündern. Ja, man könnte jetzt das Zeug hier mit den geplünderten Teilen, könnte man jetzt die Sachen aufwerten. Allerdings. Komm, wir verkaufen das mal an Sammler verkaufen. Ein selbstsicheres Gemälde mal. Ja, man könnte das verbessern, aber das sind halt noch so niedrige Duschen und alles. Ach, da ist der Müll gelandet. Dass ich das eigentlich nicht machen möchte. Bei hochwertigerem nachher. Dafür sammeln wir mal die Tuning-Teile, die wir da so rauskriegen. Dann passt das schon. Komm, Level 2. Super, Katie. Dann bringen wir wieder den Müll weg. Ich pack das mal hier rein. Mhm. Also so ein kleines Gemälde. Oh ja, mal schauen.
Und dann darfst du dich nochmal schlafen legen. Bitte schön, weil du musst mehr zu arbeiten, dann musst du fit sein. Und Aaron, dem gucken wir mal zu. Oh, ist so süß. Oh, mein Miezekätzchen. Das sehen wir auf, das kommt hier ins Schlafzimmer, oder? Oder ins Badezimmer oder hier in ihr Zimmer? Hm. Mal die Wand hoch. Ja, hier ist noch Platz. Da können wir es hinhängen. Finde ich gut. Slaboom! So, du darfst danach öffnen und dir einmal Macaroni mit Käse nehmen. Und das. Atmosphäre 4. Hängen wir da ein. Ist doch schick. So, Aaron ist, das ist gut. Jibs. Jibs. Er sagt ständig Jibs. Na, wenn du fertig geschlafen hast, dann darfst du auf Toilette gehen. Und dir nachher auch noch was zu essen nehmen. Macaroni mit Käse. So, du könntest eventuell mal Abendbrot nachher zubereiten. Mal gucken. Wie ein Champion pieseln. Und danach darfst du noch mal ein selbstsicheres Gemälde malen. Komm, du bist gut im Malen. Wie viel Geld haben wir noch? 1300? Okay. Kriegen wir hin. So, Katie, du musst jetzt leider langsam aufstehen. Sonst wird das knapp. Wollen wir dich noch ein bisschen schlafen lassen? Ja, okay, die tut mir leid, wir müssen dich wecken, sonst wird das echt knapp. Sonst noch auf Klo gehen und noch was essen. Das wird sonst echt eng. Zumindest bist du gut drauf. Wir können mal gucken, was brauchst du eigentlich für deinen Job für... Erreiche Level 2 der Gitarre oder Geigenfähigkeit. Oh, da müssen wir uns erst eine zulegen. Witze schreiben, Musik üben. Haben wir auch nicht begonnen. Wir haben schon Level 1 der Gitarrenfähigkeit. Macht sie das etwa auf der Arbeit? Anders wüsste ich das sonst nicht. Was hatte Fabio für eine 4 Durchbrüche erzielen? Ja, hat er erreicht. Ideale Stimmung. Mal gucken, vielleicht wird er heute befördert. Schauen wir mal. Dann müsst ihr auch bald nach Hause kommen. Was meinst du da jetzt, Fabio? Fabio, Aaron? Bergsteiger? Okay. Tja, das ist ein Bergsteiger. Peniva Josba. Verkauf das mal bitte. Oh, wir haben mehr als das Doppelte rausgekriegt, also machst du bitte noch eins. Wir haben die Kohle. Umso besser der malen kann, umso besser werden die Bilder und umso teurer kann man die dann nachher auch verkaufen. Also, das wird nachher mehr Geld, was man rauskriegt. Dann malt er nämlich richtige Kunstwerke und dergleichen. Und ja, das bringt dann richtig Geld. Teilweise auch so, das Auto ist schon da. Wo ist denn das Auto? So gar nicht zu sehen. Die joggen zur Arbeit heutzutage. Na gut. Was malst du denn jetzt? Wow, Pelka Ganoi. Okay. Eine kreischende Ziege.
Löwe? Keine Ahnung. Es sieht eigenartig aus momentan. Ich glaube, dass so ein Löwe wäre mit einer Krone. Okay. Wenn er den Pinsel schwingt, schwingt. Yipsy. Yipsy. Haxim. Aha. Lo Gwenji. Mhm. Wenn du das sagst, Junge. Du musst schon recht haben. Überleg gerade, haben wir eigentlich einen See in der Nähe, dass wir hier angeln können? Hm? Glaub nicht, ne? Hier vorne nicht. Oh doch, hier haben wir. Gibt es hier Angelspots? Das ist ja also ein See. Hier können wir Frösche. können wir mal testen. Hier können wir Glockenblumen ernten. Glockenblumen. Also bis zum Reinpieseln. Komm her, wir suchen mal Frösche. Was schwimmt hier drinne? Enten. Ach, ist das süß. Enten mit Entenbabys. Oh. Drüben ist ein Angelspot. Hier habe ich keinen auf der Seite. Ist ja doof. Hier irgendwo, der Wasserfall ist so laut, okay. Nee, hier scheinbar nicht. Kommst du da schnell rüber oder brauchst du zu leid? Du musst bestimmt hier außen rumlaufen, hä? Oder kommst du da rüber? Oh, der kommt scheinbar da rüber. Okay, das ist gut. Fabio ist zu Hause. Aaron geht angeln. Oh, er ist kokett. Was ist denn mit dir? Hast du geflirtet auf Arbeit? Du sollst arbeiten und nicht flirten. Nimm dir mal ein Mittagessen. So. Er angelt jetzt da, wie ein Weltmeister. Bring uns mal ein bisschen Fisch nach Hause. Auf jeden Fall haben wir hier einen Sonnensurfer-Frosch. Selten. Können wir uns jetzt hinstellen? Ich glaube, den können wir auch verkaufen. Genau, den können wir auch verkaufen. Ja, na komm, fangen wir mal einen schicken Fisch. Ja, tut mir leid, dass du hier ganz alleine jetzt so gerade isst. Aber Kay ist leider auf Arbeit und Aaron ist angeln. Und er hat noch keinen Fisch. Auch immer nicht. Hab ich das Inventar da? Nö, kein Fisch. Na, kriegen wir noch ein Highlight in dieser Folge? Ja, er hat einen klitzekleinen Fisch. Flupp. Aaron hat einen guten Fang gemacht. Eine Ritze mit 190 Gramm. Wert 5 Dollar. Ich würde sagen, den verkaufen wir. Ja, die ist erstens sehr klein, zweitens nicht wirklich zum Essen. Aber wir lassen Aaron mal noch ein bisschen weiter angeln. Und wir schauen und hören uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht hat er dann mehr Erfolg gehabt. Bis dahin. Also, tschüss.